Obermeißelstein im Allgäu. Hier lebt Familie Steffen. Alexander, das Kind mit dem Down-Syndrom, ist inzwischen fast 4 Jahre alt. Neu in der Familie ist Matthäus, 2,5 Jahre. Ein gesundes Kind, das sich normal entwickelt, er spricht schon. Der ältere Bruder lernt von ihm. Nach der Geburt und der Notoperation am Darm geht es Alexander gut, ein fröhliches Kind. Am liebsten tobt er mit seinem kleinen Bruder herum. Der ist ein bisschen größer als Alexander. Also ich denke, Sorgenkinder kann jedes Kind sein und kann kein Kind sein. Für Alexander wird es lieber ein Kind? Momentan nein. Absolut nein. Klar kommt die Sorge mit der Herz-OP. Aber die ist jetzt nicht, also habe ich jetzt momentan diese Sorge, ja, man verdrängt sie, sage ich jetzt mal. Alexander ist das einzige behinderte Kind im 800 Einwohnerdorf. Er wollte so schnell wie möglich in den Kindergarten. Ein knappes Jahr dauerte es, bis Susanne und die Kindergärtnerinnen alle behördlichen Gänge erledigt haben. Inzwischen ist Alexander seit 7 Wochen hier. Interessant, am Anfang waren manche Kinder doch etwas gehemmt. Warum schaut der so aus? Warum ist der so klein? Wird der noch anders? Wird der noch größer? Und wir haben dann das Thema Behinderung einfach in der Gruppe mal angesprochen, haben den Kindern erklärt, was das ist, woher das kommen kann und auch, dass manche behinderte Menschen eine besondere Unterstützung brauchen. Und damit war dieses Thema Behinderung und Anderssein eigentlich abgeschlossen. Bei schönem Wetter geht die Gruppe zusammen auf den Spielplatz. Der liegt allerdings 10 Minuten vom Kindergarten entfernt in einem Wald. Für Alexander ein weiter Weg, doch seine Freundin Anna wartet gern. Wie wäre es denn für Sie persönlich, wenn Sie jetzt ein Kind mit Trisomie? Ich glaube, das ist sehr schwer zu beantworten, diese Frage, wenn man die Erfahrung nicht selber macht. Ich denke mir, man akzeptiert es sicher, aber damit zu leben, ist sicher sehr schwierig. Ich habe sehr viel schon mit behinderten Kindern gearbeitet. Ich habe jetzt hier den Alexander erlebt. Und dennoch denke ich mir, es ist nicht vorstellbar, wenn man wirklich selber in die Situation kommt. Ich habe 2 Kinder, die sind beide sehr gesund und darüber bin ich sehr froh. Da vorne kommt der Bruder. Jeden Mittag stehen Susanne und Matthäus vor dem Kindergarten. Die letzten 4 Stunden hat Matthäus allein gespielt und freut sich jetzt auf seinen Bruder. Ja. Eine glückliche Familie, große Wohnung, Kindergartenplatz für Alexander und liebenswerte Nachbarn. Doch Susanne Steffen trifft einen Schicksalsschlag. Ralf Steffen, eines Abends telefonierte er mit seinem Vater. Er legte sich dann schlafen und wachte nicht mehr auf. Er wurde 33 Jahre alt. Das Schlimme war, ich war im Urlaub, wie es passiert ist. Und ich bin an dem Tag, wo wir den Ralf gefunden haben, von Italien mit den Kindern hierher gefahren. Und ich habe meinen Mann versucht zu erreichen, weil es dem Matthäus nicht besonders gut ging und am nächsten Tag war Feiertag und er sollte noch was in der Apotheke besorgen. Und ich erwische ihn nicht und ich erreiche ihn nicht. Und ich habe Panik geschoben. Irgendwie innen drin wusste ich, da ist irgendwas. Irgendwas ist, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, aber ich wusste, es ist irgendwas. Die Familie traute sich nicht, der Schwiegertochter im Urlaub am Telefon zu erzählen, was passiert ist. Zu groß war die Sorge, dass auch ihr und den Kindern etwas zustößt. In den 5 Stunden Rückfahrt versuchte Susanne, ihren Ralf zu erreichen. Doch die Eltern hielten sie hin. Dann bin ich da angekommen und dann waren meine gute Freundin da und meine Schwiegereltern. Und dann sagt die Freundin zu mir, oh, die Wolfgang kümmern sich um die Kinder, kommen die bitte mit. Und dann hat sie mich auf die Couch hier im Wohnzimmer gesetzt und dann hat sie gesagt, Susanne, der Ralf ist heute verstorben. Und dann bin ich zusammengebrochen. Das Irrsinnige
dass ich auf der Heimfahrt überlegt habe, was mache ich, wenn die mir sagen, der Ralf ist tot. Das war eine Überlegung, was machst du, wenn sie dir sagen, der Ralf ist tot? Au, vielleicht noch heiß. Nein! Da muss man noch pusten. Susanne hatte keine Wahl. Sie musste den Schock verarbeiten und weitermachen, weiterleben. Es gab Gott sei Dank nie diesen großen Zusammenbruch. Und ich denke, das sind einfach auch, das sind die Kinder, die einen da hochhalten. Die Kinder, wie gesagt, kamen am nächsten Tag, hallo, Mama, und essen runter, trinken, durchwickeln, anziehen. Geht weiter. Das Geld für den Lebensunterhalt bekommt sie von der Lebensversicherung ihres Mannes. Damit kann sie vorerst die Kinder versorgen, ohne zu arbeiten. Doch bald wird sie umziehen müssen. Ralf Steffen ist an einem plötzlichen Herztod gestorben. Als Susanne hier am Dorffriedhof stand, bricht sie zusammen. Fast täglich kommt sie mit den Kindern hierher und zündet eine Kerze an, die nie erlöschen soll, wie ihre Erinnerung an ihn. Ich habe für mich persönlich einen Konsens gefunden. Ich habe gesagt, mein Leben ist ein Buch. Das sind Kapitel. Und der Ralf war ein Kapitel. Und dieses Kapitel ist zu Ende. Das ist ein Kapitel ohne Happy End. Und der Ralf wird immer einen Platz in meinem Leben haben. Aber dieses Kapitel ist zu Ende und das ist, jetzt ist ein neues Kapitel. Ob mir das gefällt oder nicht. Ich schreibe das Buch nicht. Ich schreibe vielleicht mit, aber die Regie führt irgendein anderer. Und jetzt muss ich weitermachen.